Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. 4 gegen euch. Und als nächstes ist der Alando oder Orlando oder whatever an der Reihe. Und der hat übrigens keinen eigenen YouTube-Kanal, aber das ist ja nicht schlimm. Er hat mich nämlich im Miiverse angeschrieben, ob er auch mitmachen darf. Und natürlich darf er das, also ihr braucht nicht unbedingt einen YouTube-Kanal dafür. Und ihr seht übrigens, dass ich Little Mac habe. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, hör was, Little Mac? Ich finde nämlich tatsächlich, dass Little Mac enorm viel Spaß macht. Also er ist zwar ein ziemlich schlechter Charakter, finde ich. Also er ist wirklich ziemlich schlecht. Wenn man, wenn ich jetzt selber gegen Little Mac spiele, dann gewinne ich meistens, weil... Ja, es ist nicht wirklich schwierig, gegen ihn vorzugehen. Man muss sich einfach nur an die Kante stellen und den Gegner greifen und dann über die Kante werfen und dann kommt Little Mac schon nicht mehr zurück. Aber wenn ich selber als Little Mac spiele, das macht so unendlich viel Spaß. Weil mit allen anderen Charakteren muss man halt die ganze Zeit darauf achten, dass man nicht zu oft Smash-Angriffe macht und so, weil man halt sonst von den Gegnern selber getroffen wird. Aber bei Little Mac ist es verdammt egal, einfach die ganze Zeit Smash-Angriffe machen, ein nach dem anderen und immer nur starke Attacken und das ist einfach so unendlich witzig. Oh mein Gott! Was? Mit 68 Schaden killt er mich? Holy shit! Was ist mit dem denn los? Okay, das ist viel. Oder wenig eigentlich. Okay, wow, mit 68. Das ist echt Wahnsinn. Also mir war klar, dass die Attacke von Captain Falcon, als seine seitliche Spezialattacke, ziemlich gut ist. Aber dass sie so stark ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das war jetzt ziemlich heftig. Aber dafür habe ich ihm jetzt einiges reinhauen können. Das ist ganz gut, da habe ich wieder jetzt ein bisschen aufholen können. Aber halt einfach mit Little Mac wirklich Smash-Angriff, 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 Smash-Angriff. Und dann hat man ganz gute Chancen zu gewinnen. Das ist echt enorm witzig. Also eigentlich sollte der Gegner gegen Little Mac wirklich oft greifen und ihn dann versuchen, über die Stage zu werfen. Weil, ja, andernfalls wird es schon schwierig gegen Little Mac. Das ist schon richtig. Aber wenn man weiß, wie man gegen ihn vorgehen muss, dann ist es kein Problem. Wenn man es nicht weiß, dann kann es schon problematisch werden. Das ist natürlich sehr richtig. Und ich habe meinen KO-Punch. Ich setze ihn aber jetzt noch nicht ein, weil jetzt, ich kriege ihn ja eh mit jeder Attacke so ziemlich raus. Deswegen brauche ich den jetzt gar nicht unbedingt. Ich hebe ihn mir auf für die zweite Runde dann. Vielleicht kann ich ihn dann irgendwie sinnvoll einsetzen. Sehr schön. Ich kann natürlich mit Little Mac unmöglich über die Kante hinterher springen und versuchen, da noch Schaden zu machen. Das kann ich natürlich völlig knicken. Ist ja auch ganz logisch. Und da wäre ich fast in seinen Smash-Angriff einfach so reingerannt. Das war auch schlau von mir. ja, die Spezialattacken von Little... Nein, fuck. Scheiße. Die Spezialattacken von Little Mac mag ich aber nicht ganz so gerne. Also seine seitliche Spezial hier, ja, weiß ich nicht. Seine Standardspezial mag ich überhaupt gar nicht. Seine Rettungsattacke ist natürlich auch Müll, aber zum Angreifen... Oh, bin ich schlecht, Mann? Das gibt's doch nicht. Aber zum Angreifen ist sie eigentlich ganz gut. Und seine... Ja, sein Konter... Ja, ich mag keine Konter. Also den setze ich auch relativ selten ein. Deswegen, rein von den Spezialattacken her mag ich Little Mac nicht, aber seine Smash-Attacken sind halt einfach mega. Hier, ihr seht das ja, das ist echt, das ist Wahnsinn. Und deswegen finde ich Little Mac eigentlich echt cool. Er ist zwar schlecht, das weiß ich auch, dass er mega schlecht ist, aber er macht einfach mega viel Spaß und deswegen spiele ich gerne als er. So, das war Runde 1 gegen den Orlando. Es tut mir wie gesagt leid, falls ich eure Namen verhunze, aber ist leider so. Und ich freue mich schon auf den zweiten Kampf gegen dich. Du warst gar nicht schlecht. Und auch wenn Little Mac ganz witzig ist, habe ich jetzt doch den Charakter gewechselt und habe Quatschutzu genommen, aber er hat auch den Charakter gewechselt. Also ich glaube in fast jedem Kampf bisher habt ihr immer beim zweiten Mal den Charakter gewechselt. Finde ich aber schön, dann haben wir hier ein bisschen mehr Abwechslung. Jo, Mega Man. Mega Man ist eigentlich, also ich weiß nicht, ich persönlich komme mit ihm nicht zurecht, aber er ist schon ein ganz guter Charakter, glaube ich. Vor allem wegen seinen Millionen Fernangriffen halt, ist ja ganz logisch. Also er ist wahrscheinlich der Charakter mit den meisten Fernangriffen. Ja doch, müsste eigentlich schon so sein. Und die sind auch alle eigentlich ganz brauchbar so, aber ich finde, er hat keinen einzigen Fernangriff, der so mega ultra episch ist, außer vielleicht sein Smash-Angriff, aber sonst irgendwie nicht. Und er ist halt auch relativ lahm und so, und ihr seht schon, dass ich mit meiner enormen Schnelle von Quatschutzu ihn da ziemlich gut ausspielen kann. Aber ja, ich sollte mich nicht zu früh freuen, weil es kann sich noch schnell ändern hier. Und das liebe ich auch mit dem Schatten hier. Oder mit dieser Ninja-Attacke da nach vorne zu stürmen, das ist so witzig. Also Quatschutzu ist schon auch ein toller Charakter. Ich bin zwar nicht gut mit ihm, das muss ich auch zugeben, aber Quatschutzu ist an sich ein sehr guter Charakter. Bei Little Mac ist es anders. Little Mac ist scheiße und der kann auch gar nicht gut sein, finde ich zumindest. Also ich glaube nicht, dass man wirklich mit Little Mac mega gut sein kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mit Quatschutzu schon, aber ich leider nicht. Ich bin mit ihm nicht wirklich gut. Aber ich gebe natürlich hier trotzdem mein Bestes, ganz logisch. Und auch Quatschutzu hat ja einen Konter, aber ihr seht schon, ich benutze wirklich Konter ganz, ganz ungern, weil... Ich weiß auch nicht, ich finde einfach, Konter ist eine
nicht ganz so tolle Attacke. Ich weiß auch nicht warum. Also egal bei welchem Charakter. Also die können, also ein Konter ist schon grundsätzlich eine gute Attacke, der schon, vor allem wenn der Konter gut ist, wie zum Beispiel bei Schalk, er hat, glaube ich, den besten Konter, finde ich zumindest. Aber ich setze sie einfach ungern ein, weil ich finde es einfach auch blöd, wenn mein Gegner Konter einsetzt, weil das ist einfach so eine lame Attacke. Weil, ja, ich weiß nicht, mag ich einfach nicht, ist einfach so. So, aber hier mit Quatschuzu sieht es jetzt schon deutlich besser aus als mit Little Mac. Das könnte aber auch daran liegen, dass er irgendwie mit Mega Man nicht ganz so gut ist. Also ich fand ihn mit Captain Falcon ein bisschen besser irgendwie. Ich weiß auch nicht, aber hatte ich so den Eindruck. So, und dann versuche ich jetzt natürlich ihn zu killen. Mit einem meiner stärkeren Angriffe natürlich. Am besten natürlich ein Smash. Na verdammt, das war jetzt dumm von mir. Am besten natürlich mit einem Smash-Angriff und nicht immer in seinen reinlaufen. Gott verdammt, ich bin so dumm. Ja, und jetzt spammt er natürlich seine Fernangriffe. Eieiei. Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt habe ich natürlich auch viel Schaden. Ich muss aufpassen, sehr schön. Und mit der seitlichen Spezial getroffen, aber er lebt immer noch. Mann, kratzt doch endlich ab. Shit. Ah, okay. Ja, mit Quatschuzu kann man auch sehr, sehr gut noch über die Kante hinterher springen, aber da bin ich oftmals zu blöd und jetzt wollte ich selber mal kontern, aber es hat nicht funktioniert. Und genau deswegen hasse ich Konter, weil die funktionieren bei mir auch nie. Ich bin da einfach zu blöd dafür und ich mag sie nicht. Also ich lasse jetzt Konter, glaube ich, echt sein. Und, ja Gott, er immer mit seiner Smash-Attacke. Das ist auch eine der besten Angriffe von Mega Man. Die ist zwar auch sehr riskant, weil er braucht Ewigkeiten, bis er die Attacke ausführt. Und nachdem er sie ausgeführt hat, steht er erstmal 5 Stunden lang rum und macht gar nichts mehr. Aber es ist trotzdem nicht sehr gut. Ich meine, es ist ein Smash-Angriff, der gleichzeitig eine Fernattacke ist. Und das ist schon was Tolles eigentlich. Was auch die allerwenigsten Charaktere haben. Ich meine, das ist ja eh was Besonderes. Ein Smash-Angriff soll ja eigentlich gar keine Fernattacke sein, sondern die meisten Fernattacken sollen halt die Spezialattacken sein. Aber Mega Man besteht ja quasi nur aus Fernattacken so ziemlich. Und deswegen gibt es bei ihm da so eine kleine Ausnahme. Und bin ich jetzt dumm? Ich komme nicht mehr nach unten. Ich will irgendwie nicht meinen Luftangriff... Oh Gott, jetzt springe ich zu hoch. Ich will irgendwie nicht meinen Luftangriff nach unten machen, wenn ich über ihm bin, weil das... ich weiß nicht. Da habe ich das Gefühl, dass er mich dann dafür bestraft, wenn ich das mache. Und deswegen mache ich das ungern. Aber das war's jetzt. Okay. GG, mein lieber Orlando. Hat mir echt Spaß gemacht, gegen dich zu kämpfen. Du warst ein wirklich guter Herausforderer. Jo, und dann freue ich mich schon auf den nächsten Kampf gegen euch. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.